Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Princess Peach Showtime. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Show von Princess Peach Showtime. Ja, beim letzten Mal haben wir das Meisterdieben Set betreten. Das war richtig cool. Und heute ist offenbar die Eisbahn dran, weil wir haben der Tanz der Eisblumen vor uns. Und da bin ich auch schon gespannt, was auf uns zukommt. Wir kriegen auf jeden Fall diese und nächste Folge zwei neue Kostüme zu Gesicht. Und das eine kenne ich, glaube ich, schon aus der Werbung zu dem Spiel. Ich rate nur. Aber ich bin mir sicher, ich weiß schon, was das letzte von der Etage ist. Aber das Eisblumending, das sagt mir überhaupt nichts. Wahrscheinlich wären wir jetzt eine Eiskunstläuferin oder irgendwas in der Art. Jedenfalls rein da. Nee, mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht. Da passiert doch wieder irgendein Schmarrn. Und mit Eiskunstlauf lag ich, glaube ich, richtig. Unter der Brücke her. Okay, ich dachte vielleicht unter der Brücke ist was. Ah, okay, die Büsche. Ja, sehr elegant. Mach wahrscheinlich gleich mit. Dann haben wir schon das erste Teil. Gib mir Münzen. Dahinter. Dahinter wird doch was versteckt. Ich bin in diesem Spiel paranoid geworden. Eine schöne Show. Er will doch auch nur zeigen, was er kann. Ja, genau, so macht man Schnee weg. Der Typ dort sah so aus wie der eine Theatri, der immer diese Schleifen gibt. Deswegen habe ich ihn die ganze Zeit gerade angefunkelt. Nein. Schon nix, Desaster. Okay, hier ist nix. Ich würde sagen, die haben Spaß. Ich würde sagen, da hinten. Ist nicht unbedingt so, als hätte ich eine großartige andere Wahl. Ich tippe mal auf die Schneemänner da. Bei dem einen haben sie sich nicht mal die Mühe gemacht, den Schnee zum Schneemann zu machen. Okay, ich krieg jetzt 100 pro Kostüm. Ja,
Ja, 100 pro. Sehr elegant. Ich erwarte, irgendwas damit machen zu können. Ich konnte hier zumindest posen. Muss ich was machen? Ich gebe euch eine Eiskunstshow zum Feinsten. Ich dachte, ich muss beides gleichzeitig drücken. Warte, ich muss mit denen laufen. Hoffe ich. Ich ziehe einfach mal meine Kreise. Was genau soll ich gerade machen? Drücke B in der Nähe einer Tänzerin, um gemeinsam über das Eis zu gleiten. Ach, ich muss B bei denen drücken. Das war schön, auch wenn ich es erstmal nicht gereilt habe. Funkelnde Pirettensprünge. Okay, einfach nur auf die Zeichen achten. Das Gelbe ist Springen, das andere ist Pirouette. Okay, Habale. Drei noch. Fühlt sich einer Fabulous. Warte mal, hier irgendwo kann ich doch bestimmt Pause machen. Weil ich habe bisher noch kein Podest gesehen für dieses Stück.
Ich muss ja auch noch eine Schleife kriegen. Ah, hier, Podest. Okay. Mir fehlt halt immer noch das Schleifchen, ne? Also es muss jetzt hier auf dem Weg sein. Ah, da! Okay, damit wäre das Rätsel schon mal gelöst. Jetzt muss ich nur noch zwei Sterne finden. Also einen kriege ich sowieso für den Boss. Okay, wieder so etwas. Die Dinger tun mir halt nicht mal weh, ne? I'm fabulous. Und schon wieder ein Podest. Aber diesmal wahrscheinlich nur Münzen. Ja, aber dafür nicht wenig. Aber der letzte Stern, der ist immer der finale Boss des Stücks. Gib die Tänzerin wieder frei. Mann, bist du untalentiert. Erstmal helfe ich denen. So, hab alle. Es ist egal, wie rum. Es ist egal, wie rum. Geschafft. Hey, my beautiful meme incoming. Das war ein elegantes Stück. So. Ein Stück noch und dann haben wir wieder einen Boss vor uns. Beim nächsten Mal geht's dann in das verschwundene Relief. Aber jetzt können wir uns ja erstmal eben kurz noch das Kleid angucken. Eiskunstläuferin-Kleid. Bisher finde ich das Disco-Kleid dann wirklich am besten. Ich glaube, ich gönne ihr aber mal eine andere Schleife. So, ich will das schöne Bild noch sehen. Oh, das ist sehr schön. Na gut, ne? Damit sind wir dann aber für heute dann schon fertig wieder mit der Welt. Haben wieder ein Stück gemeistert. Beim nächsten Mal gehen wir dann in das vierte und letzte Stück dieser Etage. In das verschwundene Relief. Und
Das wird spaßig. Das müsste das Detektivstück sein. Zumindest kann man das sich daran denken. Erstens ist es eine Lupe und zweitens gab es im Trailer auch irgendein Detektivkostüm für sie. Also denke ich mal, das nächste wird ein Detektivstück sein. Worauf ich mich sehr freue. Ich kann mal einen auf Detektiv Conan machen. Naja, nichtsdestotrotz, ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute!